Das Involvement zeigt den Grad der Ich-Beteiligung, also den Grad des eigenen Engagements gegenüber einem Objekt. Es handelt sich beim Involvement also um das innere Engagement, mit dem sich ein Individuum einem Sachverhalt oder einer Aufgabe widmet, beziehungsweise den Aktivierungsgrad und den Motivationsgrad zur objektgerichteten Informationssuche, Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und der Informationsspeicherung. Das Involvement ist in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zu einem zentralen Begriff der Werbeforschung geworden. Und Gröber und Riehl bzw. auch Esch beschreiben das Involvement als eine sehr komplexe Größe, welche vor allem durch die Eigenschaften der Persönlichkeit, des Produktes, der Marke, der Situation, der Medien, aber auch der Werbemittel bestimmt wird. Und je nachdem, wie hoch das eigene Engagement oder das innere Engagement des Individuums ist, wird eben hier dann von High Involvement oder Low Involvement gesprochen. Einige Beispiele habe ich Ihnen hier auf dieser Abbildung mitgebracht. High Involvement wäre zum Beispiel wirklich die bewusste Informationssuche eines Individuums, wobei von Low Involvement gesprochen wird im Zusammenhang mit der passiven Informationssuche. Bei einem Low Involvement erfolgt eine umfassende Informationsverarbeitung, wohingegen beim Low Involvement das Lernen nach Wiederholungen von Botschaften erfolgt oder durch das Wiederholen von Botschaften erfolgt. Darüber hinaus wäre ein typisches Beispiel für das High Involvement zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Werbung, und von Low Involvement wird gesprochen, wenn sich ein Individuum lediglich berieseln lässt durch die ausgestrahlte Werbung oder die Werbeanzeige und so weiter. Beim High Involvement wird immer versucht, die beste Alternative zu finden, wohingegen beim Low Involvement sich das Individuum mit einer zufriedenstellenden Alternative zufrieden gibt. Beim High Involvement werden auch zahlreiche Produktmerkmale betrachtet, wohingegen im Zusammenhang mit dem Low Involvement nur lediglich wenige Produktmerkmale berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen auch noch die Ausprägungsformen von High und Low Involvement im Zusammenhang mit der Markentreue mitgebracht. So besteht beim High Involvement wirklich eine Überzeugung in Bezug auf eine Marke, wohingegen bei einem Low Involvement oder ein Low Involvement vorherrscht, wenn die Markentreue aufgrund von Gewohnheiten vorherrscht.